Hallo und herzlich willkommen zum Videotestbericht zum Nike Fuel Band. Das Nike Fuel Band ist ein Motivationswerkzeug. Es soll uns fitter machen, es soll dabei helfen, vielleicht doch den einen oder anderen Einkauf zu Fuß zu erledigen, anstatt mit dem Auto zu fahren, oder vielleicht die Treppen zu nehmen, anstatt mit dem Fahrstuhl hinaufzufahren. Ob es tatsächlich funktioniert, ob man das Nike Fuel Band als Motivationswerkzeug einsetzen kann, ob es das Geld wert ist oder doch eher ein teures Spielzeug ist, das dann letztendlich nur in einer Ecke liegen bleibt. Das wollen wir uns in diesem Testbericht ansehen. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch nachlesen auf www.mcmaniacs.at. Da gibt es wie gewohnt den Testbericht zum Nike Fuel Band zum Nachlesen. Verpackung und Lieferumfang, wenn ich mir das so anschaue, in der Verpackung finden wir natürlich das Fuel Band. Da ist schon ein Erweiterungsteil installiert mit 8 mm. Man kann das Ganze natürlich dann auch noch mit einem Teil mit 16 mm, das ebenfalls beigepackt ist, erweitern. Es ist ein Tool dabei gelegt, mit dem man diese Erweiterungsteile demontieren kann. Zusammengesteckt wird es dann ganz einfach ohne irgendein Hilfsmittel. Es ist auch ein Kabel dabei und eine kleine Klammer, damit man das Ding dann auch im stehenden Zustand aufladen kann. Die Inbetriebnahme vom Nike Fuel Band ist sehr einfach, birgt aber auch ein großes Manko des Geräts. Denn beim Inbetriebnehmen kann man das Ding nicht benutzen. Wenn man es auspackt, wenn man es aus der Verpackung nimmt, kann man nichts damit machen. Man sieht gerade mal ein Steckersymbol, das sieht man, glaube ich, auf einem der Fotos im Testbericht. Und das war's. Man muss es mit der Software verbinden, man muss die Nike Connect Software herunterladen, die ist nicht beigelegt beim Fuel Band. Und wenn man das dann erledigt hat, dann kann man es einrichten, dann kann man sagen, man ist so und so alt, so groß, so schwer, ist ein Männlein oder ein Weiblein. Und wenn das dann festgelegt ist, dann muss es vollgeladen werden. Nämlich erst dann, wenn das Nike Fuel Band vollgeladen ist, kann man es auch wirklich auf den Arm schnallen und verwenden, denn davor tut sich nichts. Das kennen wir vielleicht auch schon von manchen Telefonen, die zuerst aktiviert werden müssen, bevor man irgendwas damit machen kann. Schöner wäre es natürlich, wenn man das Ding einfach auf den Arm schnallt und nachträglich dann die schon gesammelten Fuel Points vielleicht einfach auf sein Nike-Konto synchronisiert. Jedenfalls, wenn man die Hürde geschafft hat und die Nike Connect Software und das Fuel Band eingerichtet hat, dann kann man auch noch ein Ziel setzen. 2000, 3000 oder 5000 Fuel Points stehen einem da zur Auswahl. Es ist auch angegeben, was das heißen soll. In meinem Test waren 2000 Fuel Points sehr, sehr schnell erreicht. Ich bin allerdings auch eher so ein bisschen quirlig und flitzt die ganze Zeit irgendwo herum. 3000 Fuel Points ist dann doch schon ein relativ aktiver Tag und 5000 Fuel Points, da muss man auch richtig Sport dabei machen, damit es funktioniert. Einige auf Twitter haben gemeint, es reicht auch, wenn man einfach nur eine Stunde Teig ausrollt mit dem Nudelholz und das bringt dann mehr Fuel Points als Ski zu fahren. Naja, man muss auch dazu sagen, das ist alles nicht hundertprozentig genau. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die angezeigten Kalorien von einem Gerät, das man nur hier am Arm trägt, tatsächlich repräsentativ für den kompletten Bewegungsablauf sind. Allerdings funktioniert es überraschend gut, wenn man das Fuel Band einfach vergisst, wenn man nicht daran denkt, man muss sich jetzt extra in irgendeiner Form bewegen, man muss spezielle Bewegungen ausführen, man macht einfach das, was man jeden Tag macht. Und dann funktioniert es, finde ich, auch relativ gut. Das Design vom Fuel Band ist richtig schön geworden. Es besitzt nämlich 20 farbige LEDs, die einen Farbverlauf von Rot auf Grün darstellen. Wenn man bei Grün angelangt ist, dann hat man auch das Tagesziel erreicht. Das ist sozusagen der Fuel Points Füllstand. Dann gibt es noch 100 weiße LEDs, die im Prinzip alles darstellen. Die stellen die Kalorien dar, die man am Tag verbraucht hat, die stellen die Schritte dar, die man gemacht hat und natürlich kann man auch die Uhrzeit in 12 oder 24 Stunden Anzeige anzeigen lassen. Der Verschluss ist relativ robust, aus Metall gefertigt und alles in allem macht die Qualitätsanmutung einen sehr guten Eindruck. Darf man noch erwarten für 139 Euro, die es im Nike Online Store natürlich kostet. Zum Thema Fuel Band App. Die gibt es im Apple App Store zu laden. Kostet nichts, ist allerdings nur in Englisch. Das könnte natürlich einige Leute stören. Für mich unverständlich, denn das Fuel Band ist ja doch schon eine Weile am Markt. Warum es also nicht in Deutsch verfügbar ist, ist jetzt nicht die Hexerei. Und es gibt wesentlich kleinere und unbekanntere Firmen, die eingedeutschte Apps durchaus anbieten. Die App funktioniert einwandfrei, die Synchronisation über Bluetooth ist anstandslos, gab nie irgendein Problem in meinem Test, ist auch sehr, sehr schön animiert, tolle Grafiken, man kann das Ganze auch automatisch natürlich ins Nike Plus Konto hochladen und damit Freunden teilen. Überzeugt also auf ganzer Linie.
Wie gesagt, auf Deutsch wäre es nicht schlecht gewesen. Ein bisschen konfigurieren kann man übrigens das Fuelband auch mit der App. Man sieht auch den Akkuladestand, denn da zeigt das Fuelband selbst überhaupt nichts an. Also Akkuladung, Fehlanzeige am Fuelband. Nur wenn es dann leer wird, dann sieht man schon, okay, Akkuladeanzeige. Ansonsten kein Füllstand. Nachteile würde ich jetzt eigentlich nur sagen, einerseits der schon angesprochene hohe Preis von 139 Euro. Und vielleicht, ja, dass es nicht tatsächlich wasserdicht ist. Man kann es zum Duschen verwenden, wenn man nach dem Sport einfach dann kurz unter die Dusche hüpft. Man soll allerdings nicht damit schwimmen gehen, das hält das Fuelband nicht aus. Hätte ich mir vielleicht gewünscht bei so einem teuren Gerät, dass es auch tatsächlich wasserfest wäre, zumindest um in einem Swimmingpool oder Becken, wenn man dann Schwimmtraining macht, dort auch verwendet zu werden. Allerdings, auch wenn man sich nur die Hände wäscht, ist es sehr empfehlenswert, dass man den USB-Anschluss, der ja hier im Verschluss integriert ist, auch gut abtrocknet, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Apropos Kurzschlüsse, da habe ich auch so ein Erlebnis. Das Fuelband war am Nachttisch angesteckt bei seinem diesem kleinen Kabel-Dock-Dingsbums und da gab es dann in der Früh einen Funkenflug von einer Fließdecke. Ihr kennt es vielleicht, oder auch Wollpullover zum Beispiel. Man zieht es über den Kopf und dann fliegen die Funken. Und da sprang so ein Funke auf das Fuelband über und irgendwie hatte ich plötzlich 800 Punkte zusätzlich. Die App hat es richtig angezeigt, das Nike-Konto auch. Das Fuelband hat allerdings bis 23.59 Uhr an diesem Tag darauf beharrt, es habe 800 Punkte mehr. Ja, gibt Schlimmeres. Allerdings soll es natürlich auch nicht passieren, dass ein kleiner Funke, der vom Finger auf das Fuelband überspringt, zu so einem Resultat führt. Ich habe es allerdings nicht reproduzieren können. Vielleicht war es auch ein einmaliger Zufall, ich weiß es nicht. Ja, ein Tipp noch. Und zwar, wenn ihr in Österreich wohnt und ihr wollt das Fuelband bestellen, das geht ganz einfach, aber nicht regulär. Ihr habt ein Nike-Konto, ihr meldet euch da ganz einfach an und dann wechselt ihr auf den UK-Store, also den Nike-Store für Großbritannien, sucht ein Fuelband, gebt das Fuelband in den Warenkorb, dann wechselt zurück in den österreichischen Store und dann sollte die Bestellung klappen. So habe ich gemacht, war anstandslos, gab keine Diskussionen mit Nike. Also an dieser Stelle dieser kleine Tipp, wenn ihr aus Österreich seid und das Fuelband bestellen wollt. Ja, was bleibt zu guter Letzt zu sagen? Mir gefällt's. Für mich funktioniert die Theorie mit der Motivation. Ich mache mehr seitdem, ich laufe mehr über die Treppen. Es macht Spaß, wenn man beim Sport war und sofort sieht, okay, ich habe was getan. Merke ich zwar in zwei Tagen auch durch Muskelkater, aber immerhin. Also von daher beide Daumen hoch fürs Nike Fuelband. Wer so auf diese Art von elektronischen Gadgets, die motivieren, steht. Wer das eher nicht braucht und sowieso nicht gern Sport macht, könnte sich es eigentlich sparen oder das Fuelband als überteuerte Armbanduhr verwenden. In diesem Sinne, wer das nochmal detailliert nachlesen will, der geht auf www.macmaniacs.at und nicht vergessen, wenn das Video gefällt, dann den YouTube-Channel auf youtube.com/macmaniacspodcast abonnieren. Bis bald. Ciao, ciao.